Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist das sechste Türchen im Adventskalender. Jo, heute mal wieder ein bisschen anders, ein bisschen traditioneller. Wir spielen was, und zwar Toybox Turbos zum Nikolaus. Da für mich ist es einfach so ein Weihnachtsspiel. Es gibt zwei Spiele, die ich total mit Weihnachten verbinde. Mal gucken, ob es euch auch so geht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich voll interessieren. Und dieses Spiel ist halt mit so Miniaturautos, wo man in der Küche fährt, und das ist halt so ein bisschen auch wie Toy Story und so. Das ist alles für mich irgendwie weihnachtlich. So, wir müssen Einzelspieler machen. Und zwar das erste. Und da fährt man eben zum Beispiel hier mit den Miniaturautos in der Küche rum. Und ja, die spielen wir jetzt einfach mal, diese ganzen Rennen. Okay. Klasse. Ja, das ist mein Auto. Ich habe leider noch kein anderes. Ich muss die erst freispielen. Das ist so cool, weil die alle in so... Ah, damit könnte ich auch fahren. In so Kartons drinnen sind. Ich stehe da ja voll drauf. Man kann auch noch ganz andere Autos fahren, Rennautos und so weiter. Ich bin halt jetzt in dieser Kategorie. Ich komme, glaube ich, auch nicht in die andere. Nee. Hüpfen sie hin und her. Genau, und ich habe hier mein schönes Taxi. Und ja, es gab ganz früher auch Micro Machines, falls ihr das noch kennt. Und das habe ich eben immer auch gerade zu Weihnachten ganz, ganz viel gespielt, das Kind. Und daran erinnert mich das hier halt total. Boah, der Penner hat fast das gleiche Auto wie ich. Ich bin kurz mit seinem Auto gefahren, aber ich habe ja Gott sei Dank noch das Grün oben drauf. So, jetzt können wir den auslocken hier. Und das ist so ein kleines Indie-Spiel, das habe ich letztes Jahr entdeckt. Und das hat mich einfach so wahnsinnig an Micro Machines erinnert, dass ich gesagt habe, das muss ich haben. Und dann haben wir es in der Weihnachts-LAN zusammen gespielt. Und falls ihr ein Spiel für eine LAN braucht, egal ob Weihnachts-LAN oder so. Ich kann es euch nur total empfehlen. Es ist echt cool. Also zusammen mit anderen, man beschimpft sich irgendwie nur. Oh Gott. Ich muss den jetzt irgendwie noch üben. Jetzt hat der mich mit dem Hammer gehammert. Ah. Gehst du weg mit deinem Hammer? Da war der Pilz im Weg. Jetzt ist ein, wie gesagt, kleines Indie-Spiel. Und ist deswegen halt natürlich nicht... Perfekt. Also man merkt, ab und zu gibt es gerade ein paar Soundprobleme, gerade bei der Aufnahme. Und ich habe mal gerade geguckt, ob ich halt online noch jemanden finde. Also ich glaube, online spielt es keiner mehr. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal viel online gespielt wurde, ob man da viele Leute gefunden hat, weil ich es halt direkt mit Freunden gespielt habe. Aber es ist einfach so niedlich gemacht. Hier sind wir in der Küche. Überall der Zucker. Hier wird halt gerade ganz schön gebacken für Weihnachten. Oh, Abkürzung. Haha. Ach schön, jetzt hat er die Abkürzung genommen. Ja, also dass der Ton ab und zu einbricht, da kann ich leider nichts machen. Aber ich denke, es ist zu verschmerzen. Hey! Der hat mich einfach abgeschossen, der Penner. Habt ihr das gesehen? Einfach so. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt schießen wir den da ab. Komm her! Ja, und es gibt noch ein zweites eben. Ein zweites Spiel mit Miniaturen. Das habe ich auch letztes Jahr entdeckt. Und das werde ich dann an Weihnachten spielen. Das ist auch so cool. Gleichzeitig mache ich aber natürlich am 24. auch noch was mit dem anderen Kalender, den ich ja in Kooperation mit den anderen YouTubern mache. Also gibt es da zwei Videos dann an dem Tag. Wo sind die anderen? Gott. Tomate. Oh.
Ich frage mich gerade, ob ich hier alleine gerade fahre. Oh Gott. Diese Pilze sind gemein, da rutscht man aus, ja, auf der Mine auch. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das ist ein Zeitfahren oder sowas. Weil ich ja gar keine Gegner habe. Hier über das Geschirr, über das Dreckige, das ist so cool. Das Spiel gibt's auf Steam, kostet auch nicht viel. Ich weiß gerade nicht mehr, ein paar Euro. Shit, 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 das ist wirklich ein Zeitrennen. Ja. Oh. Nur 2 Sterne bekommen. Entschuldigung. So, dann kommt jetzt verbrannter Toast. Wieder das Taxi. Hier habe ich auch wieder Gegner, okay. Und ab in den Toast. Das ist so geil. So, jetzt darf ich nicht unbedingt vor dem, sonst schießt er mich ab. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Nicht mich abschießen. Schnell. Gott, das Gamepad hat gerade total vibriert. Jetzt schieße ich dich ab. Komm schon. Oh, wieso schießt der denn gar nicht? Naja, stört mich jetzt auch nicht so sehr. Oh, was mache ich denn? Die ganzen Kringel fliegen da rum. Ah, geschafft. So. Gaskocher. Das ist auch eine coole Map. Mit dem Speck. Lecker. Jo. Nicht verbrennen lassen. Okay. Na, jetzt muss der sich da so aufmucken hier mit seinem fetten Auto. Ha! Bus. Aber die Busse gehen voll schnell kaputt. Guck mal, wie schnell. Sind das überhaupt meine Gegner? Oh, Pancakes. Mal, jetzt war ich abgelenkt von den Pancakes. Oh Gott. Auf welchem Platz bin ich? Scheiße. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gewonnen. Ja, das Spiel ist so auch nicht so schwer. Es ist halt wirklich eher eine Herausforderung, wenn man gegen Freunde spielt. Und da ist es halt nochmal viel lustiger. Vielleicht haben wir Lust, Zimt und Fletcher mal mit mir zu spielen. Ah! Nein! Verdammt, okay, also... Mein Husten ist noch da. das hier ist so ein Ausscheidungsspiel. Das muss man am Ende machen. Na toll. Und ich bin gerade voll am Versagen. Ja, also man muss Punkte sammeln. Und wer am meisten Punkte hat, beziehungsweise wer die Punkte halt irgendwann voll hat. Oh Gott, Moment. Wo bin ich? Ha. So, ich habe ihn abgehängt. Der war nicht mehr im Bildschirm. Jetzt habe ich einen Punkt bekommen.
Und wenn ich die eben voll habe, dann habe ich gewonnen. Und wenn er die voll hat, hat er gewonnen. Oh, ist gar nicht reingefahren. So eine schöne Miene gelegt. Ja, also jetzt läuft es wieder besser. Und er verliert dann halt auch einen, ne? Oh. Das ist eigentlich das, was wir auf der LAN am meisten dann gespielt haben. Weil das ist einfach total lustig. Man kann viele, viele Runden fahren und es haut halt immer irgendeinen raus. Ach komm, ich derb aber jedes Mal in dieser blöden Kurve. Komm schon. Neun. Nein, 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 nein. Nein! Ja toll, und wieso braucht mein Auto viel länger? Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Ah! Sind wir beide reingefallen? Oh Gott! Ich habe schon wieder nur noch 2 Punkte. Nein, 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 nein! Komm! Ja! Oh Gott! Ich muss mich echt konzentrieren. Nein! Nein! Da ging's runter. Ja, das ist halt so eine Scheiße. Manchmal sieht man das halt nicht, wenn man dann schon zu weit vorne ist. Und eine Mine. Oh. Genau, und so sieht es dann aus, wenn man gewinnt. Also ich habe ja jetzt gewonnen, ne? So. Und dann gewinne ich dieses Boot. Und dann können wir das nächste anfangen. So, Schulanfang. Cool. Ich kann mir ein neues Auto kaufen, eigentlich. Oh, ein Traktor! Was ist das? Oh mein Gott, der Golfwagen ist ja geil. Ich brauche den Golfwagen. Monster Truck. Ich liebe das mit den Packungen. Das ist einfach nur geil. Ja. Ich will diesen Golfwagen haben. Der ist einfach total cool. So, der muss aber noch angepasst werden in Kanalfarben. Grün und Pink. Nee, das machen wir auch noch Pink. Das ist zwar eher lila, aber es gibt halt kein richtiges Pink. Passt schon. Okay, los geht's. Oh, mir gefällt der Golfwagen voll. Oh, ich bin aus Versehen zurückgegangen. So, jetzt. Mit den Golfschlägern hinten drin. Geil. Sind da Teddybären drauf? Okay. Büroklammern. Das erinnert mich an meine Schulzeit auch voll. Irgendwie. Wenn ich keine Lust hatte, Hausaufgaben zu machen, habe ich mir auch aus Heften und Lineal und so für meine Spielzeugautos so Wege gebastelt, wo ich dann lang gefahren bin. Habt ihr sowas auch gemacht? So, auch gerade das mit den 2 Tischen und dem Lineal. Das kenne ich so gut von mir. Komm schon. Golfwagen fährt sich halt jetzt nicht so geil, ne? Der bricht relativ leicht aus. Ah, oh, das hat der mich einfach zusammengeschossen.
Ich war so schnell. Ha, den habe ich wenigstens noch überholt. Und den auch. Komm schon. Nein. Nein. Shit. Na gut, zweiter. Ist okay. Kann man machen. So, was haben wir jetzt? Vulkan. Flucht. Fluchtlevel kenne ich noch gar nicht. Glaub ich. Gucken wir mal. Bereit machen. 3, 2, 1, los. Oh Gott. Wieso gibt es hier denn eine Überschwemmung? Ah, oh, ich dachte, ich muss da rüberspringen. Shit. Okay, nochmal, komm. Okay, los. Los. Oh, dass man das ganze Ding wie man neu starten muss. Okay. Oh. Oh. Wie scheiße. Komm noch mal. Ach, da kann ich ja erneut versuchen machen. Ich bin ja auch so ein Horst. Oh Gott. Wohin? Ich weiß wohin. Das schaffe ich. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich wieder da dagegen gefahren. Okay, hat keiner gesehen. Geht schon sofort wieder los. Letzter Versuch, komm. Wohin soll ich denn da? Okay, einmal noch. Ist ein bisschen frustrierend. Jetzt der letzte Versuch. Allerletzter Versuch. Ich weiß gar nicht, ob ich weiterkomme, wenn ich das nicht schaffe. Schauen wir mal. Boah. Nein. Schauen wir mal, ob ich weitermachen kann. Ich will es echt noch schaffen. Ah ja. Okay, machen wir mal das nächste. Vielleicht nehme ich aber noch ein anderes Auto.
Vielleicht nehmen wir noch den Monster Truck. Oh nee, den kann ich, den muss ich freispielen. Nehmen wir noch einen Trecker. Trecker ist auch cool. Handling ist halt echt scheiße. So. Schauen wir mal. Vielleicht fährt der sich ja besser. Ach, die fahren alle das Mondmobil. Aha. Mit Solarbetrieben. Fancy. Uiuiuiui. Ha! Alle abgeschossen. Oh, der fährt sich aber gar nicht schlecht. Ich bin in mein eigenes Ding gefahren. Meine eigene Mine. Hui. Oh. Jetzt fahr halt. Sag mal, hallo? Zurücksetzen? Rückwärts? Irgendwas? Ich häng fest. Hallo? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Okay, man wird nicht zurückgesetzt. Die umrunden mich, das ist schön. Ernsthaft? Okay. Dann soll es halt so sein. Also schön mit Schwung und den Spitzer runterwerfen. Hui! Oh, das tut mir ja weh. Das habe ich gar nicht gesehen. Übers Ziel hinausgeschossen. Aber volle Kanne. Was ist jetzt los? Aua, aua. Ah ja, genau, schießt den ab. Aha. Ich muss den hämmern. Ha. Komm schon, jetzt könnte ich gewinnen. Wenn ich nicht wieder stecken bleibe. Ja! Puh. Okay. Huh. Caddy-Schaden. Überholen. Ja, nehmen wir wieder den Trecker. Der hat mir Glück gebracht. Obwohl, der stecken geblieben. Schauen wir mal. So ein Scheiß, jetzt komm. Ich muss die doch überholen. Gelber. Wo ist er? Wo ist er? Du roter Pupser. Noch so ein roter Pupser. Ich mag die roten nicht. Schubst euch alle runter, ihr Idioten. Hui, da muss ich erst hier mit meinem Landwirtschaftssimulator Trecker kommen. Oh. Jetzt war ich zu überschwänglich. Aus der Bahn! Nein! Die Kurvenlenkung von dem Ding ist halt echt nicht so geil. Aber so mähen geht bestimmt voll gut. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf Harvest Moon. Ah! Habe ich gewonnen?
Anscheinend. Mit einem Stern. Schlecht gewonnen. Ich glaube, es kommt drauf an, wie viele man überholt einfach. Ein Zeitfahren. Okay, machen wir auch. Ja, Geschwindigkeit. Nimm mal einen Trecker. Ganz typisch für die Schule. Da hätte eigentlich der Schulbus viel besser gepasst, ne? Naja. Da liegen halt überall jetzt so Minen rum, da muss ich aufpassen. So wie ich das gerade getan habe. Ja, das Federmäppchen. Ah, so kann man rückwärts fahren. Die einzige Taste, die ich vorhin nicht ausprobiert habe. Obwohl, vielleicht hing es einfach so. Ja, ich war so festgesteckt, es wäre einfach gar nicht gegangen. Egal, was ich getan hätte. Ich bin doch nicht schuld. Gott. Da dreht er sich erstmal im Kreis. Uiuiui. Schauen wir mal, was das für eine Zeit wird. Ich bin ja nicht so gut gerade. Gold schon mal nicht mehr. Silber auch nicht mehr. Bronze auch nicht mehr. Geht's dann trotzdem erst geschafft? Auch wenn man nicht mal mehr Bronze schafft. Komm schon! Oh! Ja, Bronze! Ich habe eh Höhenangst. Ich stehe lieber auf dem untersten Treppchen. Okay, wir müssen jetzt den hier besiegen. Mal gucken, ob ich das besser mache als vorhin. Ja, nehmen wir den. Mal gucken. Yeti. Okay. Dann. Na komm. Ist ja gut. Da hüpft der und freut sich der Arsch. Ich meine, ich fahre ja auch mit einem Traktor, ja? Er fährt hier mit einem Spitze? Was treibt der Kerl da? Wie unfair! Da ist gerade einfach. Habt ihr das gesehen? Da ist einfach Strom angegangen. Grrr. Wo fährt der denn hin? Na, ach komm. Jetzt nochmal alles geben, komm. Der hat mich abgeschossen. Ist unfair. Na gut, noch einmal. Das gibt's doch nicht. War ich aber schon mal besser. Das kann ja jeder sagen, ne? Ja. Ha! Arschloch. Das war voll unfair. Und das Beste, das war meine eigene Mine.
Ah, komm schon. Da haut er einfach ab. Er ist nicht reingefahren. Hat er mich umgedreht? Boah, der ist echt hart. Ja nicht. Ich will diesen Monster Truck haben. Ha! 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 Was zählt jetzt? Was zählt jetzt? Nichts. Toll. Ja, wie ihr seht, auch dieses habe ich gewonnen. Und wir sind ja jetzt schon eigentlich wieder lange am Spielen. Ich zeige euch mal kurz, was es noch gibt. Hier muss ich halt erst den Yeti besiegen, deswegen komme ich hier noch nicht hin. Es gibt eben noch Baustellen, Service Sprint, Straßenhektik, Einsatztrubel und Zylinder Cup. Und ich finde die echt, also ich kenne die meisten ja eh schon aus dem, von den LAN-Spielen, weil da ist einfach alles freigeschalten. Und, aber ich habe schon ein Jahr nicht mehr gespielt. Also so zu meiner Verteidigung, dass ich jetzt den Endgegner nicht geschafft habe. Und Multiplayer ist halt echt, ich habe vorhin schon mal geschaut, Online-Match, wenn ich da jetzt versuche reinzukommen. Ich glaube, online wird es nicht mehr wirklich gespielt. Aber es macht im Singleplayer Spaß und mit anderen zusammen, also mit Freunden so, ist es auch echt cool. Genau, und das war jetzt so das kleine Nikolaustürchen. Ach ja, und irgendwo hier drin ist wieder eine Zahl versteckt. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Und ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Thank you.